Herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einem weiteren Freitags-Special. Diesmal nach den ganzen Slender-Teilen spielen wir diesmal Candles. Noch gar nicht angespielt, ich habe keine Ahnung, was ich machen muss. Ich weiß nicht, was mich erwartet. Okay, wieso sehe ich die... jetzt ist die Maus weg. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt so gerade hier gesehen habt, aber neben meinem Fadenkreuz war gerade noch die Maus zu sehen. Bisschen gestört. Aha. Also, die Umgebung gefällt mir jetzt schon mal sehr gut. Da hinten. Hat auch so ein leichtes Horror-Feeling und ist auch sehr, sehr düster. Gefällt mir. Okay. Ist irgendwo Wasser, würde ich sagen. Ich würde sagen, wir folgen erstmal so dem Licht. So, hier rauf. Na, sehr gut. So. Hier haben wir ein Haus. Seht ihr das? Das ist was Rotes. Die Dunkelheit. Es scheint sich zu bewegen. Kann ich gar nicht lesen. Zu dunkel. Kann man die anmachen? Nein. Kann ich die Tür zumachen? Nein, natürlich nicht. Okay, sie ist zu. Oh Mann. Ich sehe nicht. Tür zu? Schon besser. Ja. So, ja, ich sorge hier erstmal schon für überall wunderschönes Licht. Also durch dieses Spiel Candles heißt, würde ich jetzt fast mal annehmen. Das Spiel wird bestimmt was mit Kerzen zu tun haben. Speichern kann man hier glaube ich nicht. Das, ja. Ach so, klicken. Hallo? Was ist das? Ich hab grad übelste Gänsehaut. Wow! Okay. Heißt das dieses... Ah ja, wir brauchen einen Schlüssel, also müssen wir hier rein. Okay, also hier ist irgend so ein Etwas. Ich hoffe, dieses Etwas mag kein Licht. Und wir sollen also einen Schlüssel finden. Alter, mich das... Es stört ganz schön, dass immer alles zufällt. Und die knirschenden... Ist das Fenster? Da ist das Vieh wieder. Ich glaube, dieses Vieh sollten wir nicht im Dunkeln erwischen. Kerzen hier irgendwo? Hier unten. Gott sei Dank, ich dachte schon. Ja, wir haben den Stuhl umgeschmissen. Ist hier irgendwas? Ducken kann man sich auch nicht. So gesehen kann man hier in diesem Spiel sehr wenig machen. Eigentlich nur laufen und
Linksklick. Verpiss dich. Okay, es hat Angst vor Licht. Das ist sehr, sehr positiv. Auch in die Räume, wo es ist, ist kein Licht. Ja, natürlich, jetzt haben wir den Kellerschlüssel. Sehr schön. Jeder geht gerne in den Keller. Warum denn auch nicht? Okay, muss man sehr taktisch vorgehen und das Vieh ist jetzt in der Küche, weil da das Licht nicht an ist. Ja? Da guckst du doof, wa? Huh. Was? Was? Wieso? Was? Hallo? Ich habe hier nur noch Sound und ich kann nichts mehr klicken. Okay, also haltet euch fern von dem Raum, wenn ihr das spielt. Ich bin gerade ein bisschen durcheinander. Ich habe keine Ahnung, was jetzt war. Ich meine, das Vieh ist abgehauen und wir wollten jetzt einfach nur in den Raum und sterben dabei. Das ist ein Bug. Soll das so sein? Heißt es, dass wir nie den Keller erreichen würden? Ja, ich versuche jetzt gleich nochmal eine Aufnahme zu starten und diesmal halte ich mich fern von dem Nebenraum in der Küche. Ach nee, läuft doch weiter. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Man müsste nur mal kurz Escape drücken. Na gut. So. Ach, sehr schön. So, ja, bla bla. Es hängt. So, hier ist eine Kerze. Hier ist eine Kerze. Aber so diese dunklen Räume... Also, es hat schon ein besonderes Feeling, möchte man sagen. Jo, servus, die Liner. Das Licht, genau. So. Also, wir gehen jetzt hier weiter. Da drin ist das Vieh. So. Jetzt müssen wir hier rauf. Hier öffnen. So, jetzt haben wir das Ganze vertrieben. Jetzt brennt hier trotzdem kein Licht, obwohl das Vieh weg ist. Komisch, komisch, komisch. Wir machen ja einfach mal Licht. So, und wir geben uns auf den Weg zurück. Und jetzt will ich unbedingt in diesen blöden Keller. Auch wenn hier jetzt alles dunkel ist, das ist mir sowas von egal. So. Der Keller ist hier. Eine Kerze. Ach du Scheiße. Ja, doch, jetzt bin ich ein klein wenig erschrocken. Ja, wie sage ich das jetzt? Angst, leichte Panik, vermittelt... Also bekommt man hier schon vermittelt, weil das Problem ist, dass das Vieh jetzt da unten sitzt und hier diese Tür zufällt, sobald ich weg, weit genug weggehe, wie ihr hier seht. Auf. Zu. Auf. Zu. Und ich habe die Befürchtung, dass wir hier gleich...
Verpiss dich, verpiss dich, verpiss dich, verpiss dich, verpiss dich, verpiss dich. Alter. So, jetzt müsste es hier ja weg sein und wir bräuchten trotzdem mal unten mal irgendeine Kerze oder so. Ah ja. Okay, was haben wir denn hier? Mhm. Alles für ein Fass. Oh Mann. Ich würde hier gerne Licht haben. Ja, Licht. Licht. Hä? Okay, also jetzt verstehe ich das Spiel gerade nicht mehr. Was soll ich denn jetzt hier machen? Hallo? 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 Weißt du, ducken und so geht ja nicht. Man kann hier nur WASD und linke Maustaste drücken. Heißt das, dass wir hier doch... Hab ich gerade die Augen gesehen? Nein. Heißt das, dass wir gar nicht in den Keller müssen, sondern hier rein? Nee. Eine Truhe. Okay, also durch die Truhe können wir durchlaufen, aber sie nicht öffnen. Wo müssen wir denn jetzt? Was müssen wir hier doch jetzt machen können? Weil es sieht schon so aus, wie als ob man müsste, aber man kann ja nicht. Und hier gibt es auch keine weitere Tür oder so. So, liebe Freunde, wir haben das Spiel Candles auf dem... Ah. Okay, ich wollte gerade sagen, ja, wir haben es durchgespielt, wir können wieder raus. Ach, scheiße, ich kann das Monitor gar nicht lesen. Was? Keine Ahnung. Sehen wir hier wieder dieses Vieh so... Weiter ferner, ne. Und jetzt? Laufen wir wieder zurück, oder was? Oder heißt es, dass wir jetzt hier durch den Wald müssen? Aber der Wald ist jetzt irgendwie ein bisschen heller, oder? Ich höre Kinder lachen. Ich fühle mich unwohl. Ah, die Musik macht nicht wirklich besser. Das Problem ist, diesmal haben wir ja gar keinen Anhaltspunkt. Wieso, weshalb und wohin? Ich höre hier zwar Kinder lachen, aber... Hallo Kinder, wo seid ihr? Ich würde gerne mitspielen. Hallo? Ja, ich ja. Ich habe keine Ahnung. Also so durch dieses Kinderlachen und so, was man so ab und zu mal so hört, hat das ganz schön, also jagt es mir doch einen kleinen Schauer über den Rücken, aber es geht hier nicht weiter. Hallo? Hallo? Oder bilde ich mir dieses Kinderlachen jetzt gerade hier nur so ein? Wir lachen doch Kinder! Verarsch mich nicht!
Ich höre eindeutig Kinder lachen. Aber woher kommt es? Hä? Aber wieso sollten wir denn jetzt nochmal zurück zum Haus gehen? Das ist doch absolut unlogisch. Hey Tony! Bist du hier unten? Wieso geht das Stromlicht? Ja. Gut, also das Haus ist ausgeleuchtet, soweit wie es geht. Ich glaube, wir haben es durch. Ich habe keine Ahnung. Hier, es geht irgendwie nicht mehr weiter. Was ist hier? Das, der Eingang. So, hier war das Vieh zum ersten Mal. Hier ist die Küche, da müssen wir jetzt vielleicht doch hier rein, aber da sind wir bis jetzt immer gestorben. Also wenn ich jetzt sterbe, dann ist Schluss. Nein, ich habe überlebt. Aber hier ist aber auch nichts Interessantes oder was hätte einem weiterhelfen könnte. Ich habe immer das Gefühl, dass ich von dem Vieh die Augen sehe. Können natürlich auch nur einfach nur Grafikfehler sein. Aber hier gibt es nichts anderes mehr. Wir haben alles geschafft. Deswegen gehe ich jetzt ins Bett hier. Ich hoffe, es war nicht ganz so langweilig. Also die Atmo, die ist richtig gut, aber es gibt hier jetzt irgendwie nichts mehr, bis auf das Haus und diese Bar und die Kinder lachen im Wald und also die Atmo ist richtig gut, da kann man überhaupt nichts dagegen sagen. Aber spielt's einfach mal selber. Links sind wie immer in der Beschreibung. Und ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Freitags-Special. Und bis dahin. Ein schönes, ruhiges Wochenende, eine angenehme Woche. Geht alles wegen ruhig an. Euer Lingier.